Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen und in sich selbst investieren. Kompliment erstmal vorab dazu. Ich möchte heute ganz zum Anfang ein Stück weit mit Ihnen über Erfolg reden. Erfolg ist sehr unterschiedlich besetzt. Die einen sagen, Erfolg ist, wenn ich Glück habe, eine gute Beziehung habe. Andere sagen, ah, Erfolg ist, wenn ich Geld besitze. Der nächste sagt, Erfolg ist, wenn ich einen Fuhrpark habe. Keine Ahnung, jeder definiert, vielleicht auch Sie, Erfolg völlig anders. Erfolg ist vor allen Dingen eines, dass Sie etwas geschafft haben, was Sie selber wollen. Mal eine kurze Geschichte. Wie schaffe ich Erfolg? Sokrates, vielleicht kennen Sie Sokrates, war ein ziemlich stämmiger Mann. Und so ein Jünger kam zu ihm und hat gesagt, sag mir mal, wie erfolgt Erfolg? Wie kann ich denn erfolgreich werden? Und er sagt, ach du, ich zeig dir das. Kein Problem. Komm mal mit. Dann ging er mit ihm zum Meer, nahm ihn zur Seite, griff ihm unter den Kopf und stukte ihn nieder und hielt ihn lange unter Wasser. Dieser Jünger bekam kaum noch Luft, ringte, kämpfte, dann nahm er ihn nach einer Weile hoch und sagte, was machst du hier mit mir, Sokrates? Ich will Erfolg haben. Was ist das? Sagt er, wenn du so wie um Luft du gerungen hast, Erfolg willst, dann wirst du ihn haben. Vorher wird das wohl nichts werden. So wie du um Luft gerungen hast, dann wirst du Erfolg haben. Sie merken, Erfolg zu produzieren, egal was Sie auch immer darunter verstehen, ist völlig egal, geht nur, wenn Sie es wollen. Und jetzt mein Tipp. Erwischen Sie sich dabei, dass Sie sagen, ich muss noch zum Kunden. Sagen Sie doch mal, ich will. Ich muss noch anrufen. Sagen Sie doch mal, ich will. Ich muss noch was unternehmen. Ich muss noch einkaufen. Ich muss noch für meine Tochter was tun. Ich muss noch was für meinen Sohn tun. Ich muss noch Akten ordnen. Sie müssen gar nichts. Sind Sie mal ganz ehrlich zu sich selbst. Eigentlich wollen Sie das, sonst täten Sie es ja nicht. Punkt. Sie wohnen da, wo Sie wohnen wollen. Sie leben da, wo Sie leben wollen. Sie sind mit dem Partner zusammen, mit dem Sie zusammen sein wollen. Sonst hätten Sie einen anderen Partner. Merken Sie, wie Erfolg entsteht? Wenn Sie wissen, dass Sie es wollen und nicht, dass Sie es möchten. Und die Frage an Sie ist jetzt nur eine einzige. Wollen Sie das, was Sie gerade wollen und tun, oder möchten Sie es vielleicht nur? Kleiner Tipp. Erinnern Sie sich immer, wenn Sie das Video sehen, an die Geschichte mit Sokrates und fragen Sie sich, will ich es wirklich, was ich da will? Oder möchte ich es nur? Will ich's oder möchte ich's? Wir sehen uns wieder. Bis dahin, Ihr Carsten Brocke.